das würde ich sehr, sehr hoffen. Also das bekommt man jetzt immer mehr mit, dass es sehr viele Künstler natürlich dazu hinbringt, oder ja, Menschen dazu hinbringt, Dinge zu studieren. Ob es Noten sind oder die Gesangsleiter rauf und runter, ist ja alles schön und gut, aber das Gefühl ist nicht mehr da. Und das ist genau das, was diese ganzen Menschen natürlich mit dabei hatten. Das ist etwas, das man nicht lernen kann. Das hat natürlich jeder in sich, aber nicht jeder ist gleich, ne, auf dem Nenner. Und das braucht Zeit, das braucht viel Erfahrung, es braucht auch viel Lebenserfahrung und sehr viel Herzschmerz. Also es ist wirklich so mit einer normalen Schule vergleichbar. Das eine reicht nicht aus, um zu überleben grundsätzlich. Ich würde hoffen, dass das schon noch ein bisschen bleibt. Also ich habe nichts gegen neue Technik, aber das Organische darf dabei. Also alles, was in eine übertriebene Richtung geht, ist auf jeden Fall nicht gesund. Jetzt gerade hat sich das so weit entwickelt, dass sich jeder ein Singer-Songwriter nennt, weil es einfach nicht anders geht. Man kann vielleicht gar nicht schreiben, aber anders bekommt man das Geld nicht. Das ist dann auch eine kleine Fehlidee, dass Musik für uns Künstler ein Hobby ist. Das merkt man immer wieder, ob das um unsere Gagen dann auch geht, wo dann jeder aufstöhnt und dann sagt, naja, die und die Hinz und Kunz machen es für 5 € die Stunde. Und du denkst, naja, die haben vielleicht aber nochmal einen anderen Job, den sie machen. Das ist für uns schon von Anfang an, kam es nie in Frage. Es ist unsere Arbeit, es macht uns aus, es ist unser Leben. Ja, also wirklich alles, was wir haben und was wir auch geben wollen. Daher denke ich, wird es für einige Künstler, die wirklich sehr viel drauf haben, wo man im ersten Moment jetzt vielleicht meinen würde, es reicht nicht aus, die brauchen einen sehr langen Atem. Ich mache mir da wahrscheinlich jetzt sehr viele Feinde, aber es muss schon irgendwo gesagt werden. Ich denke, jeder kann sich retten, wenn man auch mal in die Knie geht und auch von mir aus die Eier hat, Dinge zu machen und sich zu trauen und das Geld, das sehr wohl vorhanden ist, auch in Künstler reinzustecken, die auch wirklich was können und die Talent anbieten und die in die Tiefe gehen und die einfach berühren und nicht nur vor Selbstbewusstsein strotzen, aber eben nicht mehr an Talent haben.